Hallihallo, der Marc vom Pinnische Wienerchen. Bei mir ist die Christina. Hallo. Die Christina macht ein Bauchnabelpiercing. Ganz so. Jungfräulich, dein Körper noch nicht gepierst worden. Das werden wir gleich ändern. Jetzt wird's Zeit. Wie alt bist du denn? 19. 19 Jahre? Genau. Zurück. Perfekt. Darf ich das, oder du machst es unter der Hose? Perfekt, super. So. Dann, wenn wir mal das Beugen desinfiziert und dann vorbereiten, dann wenn wir sich im Liegen stechen. Okay? Kennst du Videos von uns? Ich habe mir gestern ein paar Videos auf Instagram okay. geschaut. Dann weißt du so ein bisschen, wie wir arbeiten. Ja. Wichtig ist also, dass du da bitte keine Angst hast. Das ist vollkommen easy. Soll ich das rausziehen? Ehrlich gesagt, macht Sinn, glaube ich. Tut schneller für mich. Ich glaube, das nervt. Kommst du her, Christina? Ich bin hier geboren und habe selbst schon rumänische Wurzeln. Aber dadurch, dass ich hier geboren bin, bin ich der Österreicherin, bin ich also. Naja, klar, aber doch so dunkle Lockenmähne. Genau. Sprichst du beide Sprachen? Serbisch und Rumänisch ganz wenig. Naja, und Rumänisch Serbisch, ne? Spanisch, Französisch ein bisschen. Und Englisch. Englisch. Das ist wichtig bei meiner Arbeit. Was warst du? Gastro für Steinhotel, das Intercontinental. Ah. Beim Stadtpark. Der alte Schuppen, der wird auch mal dringend gerne reingeholt, oder? Ja. Also, weil das ist, wie wenn du so ein Hotel, wo du denkst, boah, ich kenne das, ich kenne ja, wir hatten gestern, vorgestern eine Hochzeit. Ein jüdischer, und das war schon lustig. Wie viele Leute? 200. Boah, sowas. Aber drinnen oder draußen denn? Drinnen, im Saal. Das war, ist es wieder erlaubt, so was mit Corona? Ja, wir hatten alle Masken an. Halt beim Servieren, ja? Beim Servieren. Und sonst konnte sich jeder frei bewegen. So. Schaust dir mal im Spiegel kurz an. So, also oberer Punkt. Unterer Punkt schön gerade durch. Fände ich gut so. Wie gefällt dir das? Mir gefällt es auch. Ja, dann zeige ich mal kurz schnell für die Kamera. Also oberer Punkt, unterer Punkt einfach schön gerade durch. Das ist der Plan, den wir haben. Glitzersteinchen, ja oder nein? Ja. Die gibt es mit zwei Steinchen oder mit einem Stein? Mit zwei, bitte. Mit zwei, oben, unten und mit weißem Kristall, rosa oder hellblau? Darf man das hellblau sehen? Klar, logisch. Das hellblau ist das hier. Sehr schön. Das Silberne hat beide Steinchen, gell? Das gibt es auch mit beiden Steinchen. Dann wieder mit beiden. Und blau? Ja. Gerne. Also wir haben alles in allen Variationen. Die Qual der Wahl. Ein Mecker für die Frau. So, darf ich nicht kurz Platz? Genau. Sonst? Hast du ja alles. Hotelfachschule gemacht oder bist du? Nein, ja, ich habe meine LAP und dann kommt mein Führerschein und dann geht es weiter mit der Tanzausbildung. Tanzausbildung? Genau, ich möchte in Tanz bald. Du bist Tanzstudio machen, ein genau, eigenes. Genau, also ich hatte eine zweijährige Ausbildung. Als was? Ich war in Ballett, in Modern Dance, ja. In Jazz. Cool. Reggaeton. Da kannst du ja von uns mal so eine. Also Hip-Hop und Reggaeton ist meins, Latino-mäßig, ja. Machata, Merengue. Cool. Das ist eine coole Arten, die machen aber Spaß, da kriegt man wirklich Bock. Genau. Das heißt, du würdest gerne ein eigenes Tanzstudio aufmachen. Ja, so bald. Ist das. Ja, das ist schon. Ja, wäre lustig.
ich habe auch ausreichend Freunde, die auch wirklich da drin ein Talent haben. Und dann, was brauchen wir noch in der Ausbildung? Also Ausbildung kann man es eigentlich nicht wirklich sagen. Also sobald du das im Blut hast, sobald du das Selbstbewusstsein hast, vor, weiß nicht, vor 1000 Leuten zu tanzen oder im Theater oder irgendwas, dann ist das überhaupt kein Problem. Im Apollo Theater hatte ich auch schon mehrere Auftritte und das war auch kein Problem. Mit einer Gruppe dann oder wie? 20 Leute, bis zu 21. Cool. Ja, das ist wichtig. Also man muss natürlich, das ist ganz klar, mit dem Tanzen ist ja ein Ausdruck von Emotionen. Ja, also man muss wirklich sich einfach freilassen, genau, und sich fangen lassen. Sobald du das hast, ist es voll kein Problem. Schön. Also ich genieße jedes Mal, also jeden Bass, jede Melodie, also ich mag. Ein Tanzbär. Ja. Das ist schön. Ich tanze auch eigentlich ganz gerne mal. Allerdings am liebsten nach 3 Gin Tonic. Da läuft es deutlich besser. So. So, meine Liebe, wir werden mal starten. Mhm. Locker, das wird einfach ganz kurz ein bisschen fließen. Das war's schon. Super. Ich hab's mir schmerzvoller vorgestellt. Es ist jetzt mal schön, wie eine Piercing-Jungfrau das beschreibt. Weil die meisten haben natürlich, wenn sie 19 oder 20 sind, schon ein, zwei Piercings. Sagen dann auch, das war jetzt so wie das und das. Und natürlich, wenn man jetzt so wie du das erste Mal. Dadurch, dass ich in der Gastro arbeite, ist es für mich eher so wichtig, dass es dieses Professionelle da ist. Ja. Und dass diese Tattoos und diese Piercings eher nicht anwesend sind. Natürlich kann ich mir das abdecken und. Klar. Dass du nichts hast, wo man so gerne dran sieht. Ja. Genau. Na klar, in den Berufen muss ich schon überlegen, ganz klar. Ja, es kommt immer darauf an, in welchen Lokalen du arbeitest. Natürlich, klar. In welchen Bezirken. Natürlich, ganz klar. So, meine Lieben. Ja, dann darfst du dein neuestes Mal anschauen im Spiegel. Wow. Ja? Ja, das gefällt mir extrem. Und das ist erst das Medizin-Piercing, oder wie? Mhm. Schön, ne? Ja. Oder? Ja, das gefällt mir extrem. Ist schon schön, ne? Wir haben nur schöne Sachen, ja? Bei mir gibt es nur das Schöne. Ja, das ist mal ein medizinisches. Später gibt es noch schönere Modelle. Aber ich muss sagen, das ist eines meiner Basics. Ich habe es jetzt noch in meinem Top 5 die schönsten Bauchnadel-Piercing-Videos gezeigt oder gesagt. Das ist schon so ein Basic, wo immer schön ist, weißt du? Weil es ist ein Titan mit Xerox-Kristallen, ist einfach immer optisch schön. Ich erkläre dir mal kurz noch die Pflege. Ich weiß, ja, habe ich schon gehört. Aha. So, also. Erster Schritt, Hände waschen, Hände desinfizieren. Ja, ist. Darf ich dir mal kurz unser Produkt zum Probieren geben, wie du es findest? Marks Golden Hands, check das mal ab. Da rein. Das ist Marks Golden Hands, unser angenehmes Produkt. Wie findest du denn? Super. Ist cool, ne? Riecht doch sehr angenehm. Ist angenehm. Noch ein Käfling und es ist nicht so ein ekliges Gebräu. Wichtig ist, Hände waschen, Hände desinfizieren, dass die sauber sind vorher. Dann nimmst du bitte Pontelin Spray. Sprüh dir da bitte 2-3 Sprühe auf den Bauchnabel drauf. Oben unten, lass ihn einwirken 30 Sekunden. Dann nimmst du eine Küchenrolle, die machst du feucht mit dem Spray und wisch bitte oben und unten das bisschen sauber ab. Danach nehmen wir Pontelin Gel, vom Gel einen Tropfen nehmen, Stecknadelkopf groß, diesen Tropfen einfach auftupfen oben unten und das bisschen hin und her bewegen. Dadurch kommt das Gel am besten nicht mehr. Mit dem Wattestäbchen? Nein, Wattestäbchen nicht, weil die fusseln. Okay, was? Und das wäre schlecht, deswegen nehmen wir die Küchenrolle. Ja? Wenn du die nicht hast, Kleenex, aber Küchenrolle geht jetzt auch. Ja, klar. Und willst du dann einschmieren mit den Fingern, die Finger desinfizierst du deswegen vorher, klar. Dann kannst du einfach schön einschmieren und dann sanft den Stab hin und her bewegen. Was? 3 Wochen Sommer und 3 Wochen einmal am Tag, 6 Wochen am Stück. Haare färben machst du nicht. Haare waschen, duschen und Sport darfst du am Morgen. Tanzen darfst du auch am Morgen. Und schwimmen gehen bitte bis hier. Untertauchen dürftest du nur im Meerwasser. Was? Seewasser, wenn top wäre, ja, aber. Lieber eine Tonne oder so nicht. Und Salzwasser Pool, wenn du Salzwasser Pool, das wäre auch okay. Wir sehen uns in 6 Wochen. Mich. Ich danke dir, wir sehen uns in 6 Wochen zum Wechseln kontrollieren. Dann machen wir noch einen Schmuck rein, was kürzer ist. Und dann sehen wir uns in alter Frische wieder. Ich gebe dir noch den Pflegezettel mit. Da wünsche ich dir noch viel Erfolg. Danke. Bei deinem weiteren beruflichen Werdegang. Ich danke dir gerne wegen Corona. Danke euch fürs Zuschauen.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, baba.